Moin Moin und willkommen zu einer neuen Ausgabe von den Testpiloten. Mein Name ist Enrico und wir schauen uns heute die App YouGov an. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Wieder eine App. Ja, wieder eine App mit Umfragen. Umfragen beantworten, Punkte sammeln und der Welt helfen zu verstehen, was ihr Land denkt. So, ja, ich befinde mich in Deutschland. Führen Sie auch unterwegs Umfragen durch. Ab zum Registrieren. E-Mail-Adresse. Teilnahmebedingungen. Jedes Mitglied muss eine unverwechselbare E-Mail-Adresse verwenden. Das bedeutet, dass die Familienmitglieder keine gemeinsame E-Mail-Adresse verwenden dürfen, sondern jede Person ein eigenes Konto mit eigener E-Mail-Adresse. Ansonsten wird das Konto gesperrt und damit ist dann alles futsch. Gut, weiter geht's. Okay, Code über E-Mail wird gesendet und dann sollte man den natürlich eingeben. So, verdienen Sie Ihre ersten Punkte. Mal schauen, mal schauen, mal schauen, mal schauen. Mal schauen, was die App so zu bieten hat. Okay, dann wollen wir gleich mal beginnen damit. So, die Befragung wird ca. 5 Minuten dauern und wir schreiben Ihrem Konto 125 Punkte gut. So, jetzt gibt es natürlich dieses Übliche. Geschlecht angeben, Bundesland, halt so die Daten, die Sie gerne möchten. Welchen Jahr geboren, welchen Monat. So, ich habe jetzt die ersten 125 Punkte erhalten. So, keine Umfragen jetzt momentan. Ihre Fragen des Tages. Nehmen wir das doch mal gleich. Gut, die Frage des Tages gibt also keine Punkte. Und hier gibt es noch ein paar Fragen. Also für diese Sachen gibt es keine Punkte. Prämien entdecken. Spenden. YouGov 50 Euro auszahlen bei 25.000 Punkte. Tauschen Sie Ihre Punkte gegen Bargeld. Kann bis zu 4 Wochen dauern, bis die Zahlung denn vollzogen ist. Okay. Amazon-Gutscheine 25.000 Punkte auch. Also wie man hier sieht, entweder spenden oder die 50 Euro bar bekommen, beziehungsweise aufs Konto oder einen 50 Euro Amazon-Gutschein. Diese drei Möglichkeiten gibt es. So, 125 Punkte, 25.000 beziehungsweise 2.500 fürs Spenden, 25.000 für die Auszahlung beziehungsweise für den Amazon-Gutschein. Das kann eine Weile dauern. Kann man nicht viel machen bei der App. Gut, wir haben jetzt gerade erstmal angefangen. Nur eine Standardumfrage und jetzt werden sie wahrscheinlich erstmal schauen, für was für Umfragen ich überhaupt, ja, was für Fragen die mir überhaupt schicken können, was für Umfragen Sinn machen. Ich werde die nächsten Tage erstmal, beziehungsweise morgen erstmal gucken, ob ich dann überhaupt Umfragen kriege und wie viele. Und ob ich dann diese Umfragen auch bis zum Ende beantworten kann oder ob das vorher abgebrochen wird. Jedenfalls bin ich von YouGov her bisher nicht begeistert, muss ich ganz ehrlich sagen. Das kann sich natürlich noch ändern. Bis jetzt von mir 3 von 5 Sterne und schauen wir mal, wie es denn weitergeht, ne? Wenn ihr diese App schon nutzt oder genutzt habt, dann schreibt es doch gerne in die Kommentare, würde mich sehr interessieren. Und bis dahin, ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da und wenn euch unser Kanal und unsere
Videos gefallen, dann abonniert ihn doch einfach. Abonniert den Kanal. Wir freuen uns drauf und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.